Die Patienten sind an einem Moment noch aktiv und fit und können vielleicht noch mit ihren Symptomen, die sie haben, Kopfschmerzen, Schwindel oder ähnliches, noch zum Arzt gehen oder kommen direkt in die Notaufnahme. Ein paar Stunden später kann der Patient tatsächlich schon verstorben sein. Und die Symptome sind vielfältig. Man kann das für einen Infekt halten, man kann das für Übelkeit halten, für Bauchschmerzen. Die Patienten werden mit einer großen Bandbreite von Symptomen vorstellig. Ja, und dann beginnt die Suche. Astrid Szilágyi, medizinisch-wissenschaftliche Ansprechpartnerin bei Sanofi in Deutschland. Die Diagnose von seltenen Erkrankungen kann schwierig sein. Willst du wissen, wie Forschung neue Wege findet, um Betroffenen dennoch zu helfen? Dann hör dir unseren Podcast Gesundheit und Innovation an. Am besten gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen.